Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strategic Command World War II World at War. Ich bin Medeberg und heute erfolgt die lange erwartete alliierte Invasion in der Normandie. Die Rote Armee hat die schwach besetzten Fronten im Osten bemerkt und greift an. Die Italiener stoßen weiter in Ostafrika vor und Japan beweist seine Angriffsfähigkeiten in Indien. Los geht's! In der letzten Folge konnten wir leider Tunis wieder einmal nicht besetzen. Die italienische Flotte versenkte einen britischen Flugzeugträger im Roten Meer. Die japanischen Vorstöße nach Indien zeigen erste Erfolge. Die Fidschi-Inseln wurden unter japanische Kontrolle gebracht. Und der japanische Sieg vor Hawaii wurde mit einer Menge Sake gefeiert. Schauen wir uns den gegnerischen Zug an. Die Armee ist nach Tunis gezogen, hat leider den Fallschirmjäger vernichtet. Verdammt. Schade. Wir werden hier noch einen Fallschirmjäger nachkaufen mit den Deutschen. Luftangriff auf Brest. Verstärkung in Burma. Wir müssen Tunis nehmen. Da ist jetzt eine amerikanische Armee drin. Müssen wir dort raushauen. Strategischer Bomber greift an. Das ist ja seit sehr langer Zeit wieder mal der Fall. Und hat auch ganz schön beschädigt. Da kommt ein weiterer strategischer Bomber. Aha. Strategische Bomberoffensive der Alliierten. Menge Flugzeuge. Eine Menge Flugzeuge. Das sind eine Menge taktischer Bomber, die auch eine Garnison rausgehauen haben. Den Haag steht frei. Ne, da ist ein indischer Bomber. Rajev wird angegriffen. Hält Stand. Wir sehen, dass immer mehr sowjetische Einheiten auf Infanteriestufe 2 sind. Pack wehrt sich. Fallschirmjäger gelandet in Frankreich. Haben unser U-Boot zerstört. Weiterer Fallschirmjäger. Die Invasion beginnt. D-Day. Da wird auch unser anderes U-Boot hier sein. Der Bur wird angegriffen. Landung findet statt. Kerr wurde vernichtet. Ja, da ist die Invasion, Leute. Zamalo. Der Bur wird auch fallen. Ja. Drei Garnisonen verloren. Ein U-Boot verloren. Brest hält noch, wir müssen das U-Boot da rausbekommen.
Weitere Landung sogar südlich von Nord. Wow. Durch diese Einheiten an. Kanadier sind gelandet, Amerikaner, Briten. Wir müssen wahrscheinlich mehr Einheiten in den Westen verlegen, wie das aussieht. Und wir müssen unsere U-Boote aus den Atlantikhäfen abziehen. Das ist ein Vorstoß in Neuguinea. Da ist ein leichter Kreuzer aufgeprallt auf den Schlachtkreuzer. Wer mehr Schaden erhalten als der leichte Kreuzer? Invasion ist ein Jahr zu früh, Leute. Da werden wir mal überlegen, wie wir gegen die Invasion vorgehen können. Wir können durchaus zwei oder drei Einheiten von Ostfront abziehen. Nachschubmangel bei der Armee. Die sowjetische Moral wird durch die Nachricht der alliierten Streitkräfte in Frankreich gestärkt. Dänische Arbeiter streiken gegen die deutsche Besetzung. Und wir überfallen die Nordmeer-Konvois. Defensive Luftunterstützung beschützt Neuseeland, Vereinigtes Königreich-Konvoi. Und wir haben einen Fallschirmjäger verloren. Wir haben vier Garnisonen verloren. Wir haben leider U-73 verloren. Das ist die größte Liste an Verlusten, die wir bis dato hatten. Dann die ganzen befreiten Orte. Und wir versenken mit unseren U-Booten 33 MBP. Korba Arschangelsk. Flugzeugträger in Seattle. Da haben wir ein Landungsschiff bei Melbourne. Zerstörer in der Biskaya. Ein Chor. Und wir bekommen rechtzeitig einen schweren Panzer. Für den Westen, der jedoch nur auf Stufe 2 ist. Stellen wir später auf. Schauen uns mal die Invasionsfront an. Und wir haben eine Menge Einheiten hier. Und der wird mit Sicherheit noch Einheiten nachlanden in der nächsten Runde. Wir müssen den südlichen Bereich hier säubern, damit wir uns hier auf den nördlichen Bereich konzentrieren können. Da werden noch eine Menge Einheiten kommen, mit Sicherheit. Trotz der Invasion in Frankreich starten wir wie üblich an der Ostfront, bei der Heeresgruppe Nord. Hier werden wir weiter mit unseren finnischen Einheiten versuchen, Richtung Belomorsk zu gehen. Wir greifen mit dem 2. Korps an. Können wir die Armee ranziehen? Ja, dann ziehen wir das Korps hier hin. Die Armee zieht dran. Beschädigt erheblich das feindliche Korps. Wir können hoffentlich in der nächsten Runde zumindest an Belomorsk ranziehen. Der Jäger kann hier hin. Ja, da sehen wir auch einen feindlichen Jäger. Wir brauchen nicht zwei Jäger hier bei der Heeresgruppe Nord. Wir werden den deutschen Jäger verlegen für 36 MBP an die Westfront. Wir haben ja gesehen, wie viel feindliche Bomber die Alliierten in Großbritannien haben. Um zumindest ein bisschen Gegenwehr entgegenzusetzen, werden wir das Jagdflugzeug hier bei Chalon stationieren, um zumindest ein paar feindliche Bomber hoffentlich abschießen zu können. Gehen wir zurück. Wir werden auch gleich
ein weiteres Korps verlegen. Wir sehen hier 5 feindliche Einheiten. Ich denke jedoch, dass wir hier mit 3 deutschen Einheiten hier eine Offensive durchaus aufhalten können. Daher werden wir das 12. Korps verlegen an die Westfront. Ich bringe mal hier hin. Wir verstärken dieses Korps. Das Korps sollten wir zurückziehen. Der Befehlshaber geht nach Leningrad. Du ziehst hier runter. Dann bauen wir hier eine Stellung auf. Beziehungsweise könnten hier vorziehen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Verteilung des Flusses zu benutzen. Was haben wir hier für eine Versorgung in der nächsten Runde? Eine Versorgung von 7. Die sollten wir nicht aufgeben. Da ziehen wir die Armee nach. Greifen das Korps an. Und wir halten hier die Stellung. Dann gehen wir zur Heeresgruppe Mitte. Bei der Heeresgruppe Mitte müssen wir das Korps hier bei Rzeszów vernichten. Haben auch einen Erfahrungspunkt bekommen mit unserem Korps. Wir ziehen die Pack runter. Greifen an. Ja. Korps hier ist gefährdet. Da sollten wir vielleicht die Armee reinziehen. Oder wir ziehen das Korps da rein. Wir ziehen dich zurück. In das Korps rein. Du gehst nach Wjasma. Und hier müssen wir Entlastungsangriffe durchführen vor Moskau. Obwohl wir Kaluga natürlich halten können mit der Armee. Deswegen greifen wir nicht an. Beziehungsweise Hauptquartier ist gefährdet, Leute. Macht sich bemerkbar, dass wir zu wenig Einheiten an der Ostfront haben. Wir greifen mit der Armee an. Ziehen die Pack hier hin. Greifen auch die Armee an. Jawohl. Halten hier die Front. Wir werden den Panzer nach Süden ziehen. Die Armee greifen wir erstmal mit dem Korps an. Dann mit den Panzern. Und nochmal mit den Panzern. Da haben wir eine feindliche Armee vernichtet. Du ziehst nach Tula und verteidigst Tula. Und ich werde mal auf volle Stärke bringen. Der Jäger bleibt hier. Wir werden bei der Heeresgruppe Süd den Jäger verlegen. An die Westfront. Du gehst nach Luxemburg. Ein Jagdflugzeug sollte bei der Heeresgruppe Süd ausreichen. Und wir sollten Ausschau halten, welche weiteren Einheiten wir verlegen können an die Westfront. Der Panzer wäre eine Option hier, die 3. Panzerdivision. Obwohl wir im Sommer 1943 bei der Heeresgruppe Nord und Heeresgruppe Mitte unsere Stellung halten werden. Hier werden wir nicht offensiv, außer hier oben bei den Finnen. Bei der Heeresgruppe Süd jedoch sollten wir von Norden als auch von Süden den Kaukasus erobern mit den wichtigen Ölfeldern, um auch hier Einheiten frei zu bekommen, die an anderen Fronten dringend benötigt werden. Und wir sollten auch hier westlich der Wolga weiter vorankommen, zumindest diesen Ort Beserod Neue erobern. Da brauchen wir natürlich einen Panzer. Aber brauchen wir einen Panzer hier? Wenn wir diesen Panzer ausgeschalten haben, könnten wir den Panzer hier runterbringen, was jedoch auch wieder dauern würde. Wir setzen mal unsere Bombe ein gegen den schweren Panzer. Taktischen Bomber. Mhm.
Dann gehen wir mit den Fallschirmjägern drauf. Und mit dem Chor. Jawohl. Da haben wir die feindliche Einheit vernichtet. Dann können wir dich in den Süden bringen und dich können wir verlegen in den Westen für 23 MPP. Und zwar verlegen wir dich hier Richtung Tour. Okay. Dann werden wir die Pack auf volle Stärke bringen. Wir werden dich hier vorbringen. Kannst in der nächsten Runde unterstützen beim Angriff auf Beseroth Neue. Der Panzer zieht runter Richtung Maikop. Der Jäger geht hier vor. Was für Angriffsmöglichkeiten haben wir hier? Wir könnten gegen die Stoßarmee gehen. Das würde durchaus Sinn machen. Das machen wir auch mit den Ungarn. Dann gehen wir mit der zweiten Armee drauf. War okay. Wir machen hier einen Austausch. Gehen mit der deutschen Armee drauf. Mhm. Du gehst eins vor. Das Korps geht hier hin. Der Bomber zieht hier runter. Die Italiener bringen wir auf volle Stärke. Und dann werden wir in der nächsten Runde mit unseren Einheiten hier Beseroth Neue angreifen. Um hier den Russen zu verscheuchen. Gehen wir in den Kaukasus. Hier könnten wir das sowjetische Korps aus dem Spiel nehmen. Beziehungsweise hier nach Süden angreifen. Die Einheiten haben hier keine Versorgung. Wir ziehen erstmal gegen das zweite sowjetische Korps. Jetzt haben wir eine 4 für eine Versorgung. Hier hat man eine Versorgung von 5. Das ist okay. Dann gehst du nach, greifst an. Dann nutzt du deine Möglichkeit und greifst die Stoßarmee an. Jawohl. Dann gehst du hier hin, du ziehst nach, greifst auch die Stoßarmee an. Und du ziehst nach Krasnodar und beschützt die Stadt erstmal. Gut, das waren unsere Tätigkeiten an der Ostfront. Wir gehen zu unserer Kriegsmarine. Marinebomber wurde in der letzten Runde bei einem Aufklärungsversuch ziemlich angeschlagen. Wir werden ihn nicht verstärken. Wir haben hier ein feindliches U-Boot, das hier operiert, wieder im Skagerrak. Wir werden mal nachschauen. Hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Es ist wieder zurückgezogen. Hier vielleicht? Nee. Dann gehst du wieder hier hin. Wir ziehen den Schlachtkreuzer nach Königsberg. Du gehst nach Kopenhagen. Und das U-Boot könnten wir nach Bergen bringen. Machen wir auch. Dann gehen wir ins Nordmeer. Hier haben wir U-37. U-37 bewegen wir Richtung Trondheim. Verdammt. Haben wir einen feindlichen US-Zerstörer. Nicht gut. Du ziehst hoch. Du ziehst runter. Wir ziehen den Marinebomber hier hin. Vielleicht können wir unterstützen in der nächsten Runde hier beim U-37. Dann gehen wir nach Frankreich. Wir stellen unsere neue Einheit auf. Die dritte schwere Panzerabteilung. Und zwar hier bei Metz. Werden wir noch upgraden müssen, die Einheit. Und wir schauen uns mal die Invasionsfront an. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. Your task will not be an easy one. Your enemy is well trained, well equipped, and battle hardened.
he will fight savages. But this is the year 1944. Much has happened since the Nazi triumphs of 1940-41. The United Nations have inflicted upon the Germans great defeat in open battle, man to man. Our air offensive has seriously reduced their strength in the air and their capacity to wage war on the ground. Our home front have given us an overwhelming superiority in weapons and munitions of war and placed at our disposal great reserves of trained fighting men. The tide has turned. The free men of the world are marching together to victory. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Wir haben unsere Garnison verloren. Wir haben die Garnison in Den Haag verloren. Wir haben leider das U-Boot in Saint-Nazaire verloren. Wir müssen die anderen beiden U-Boote hier abziehen. Wir sind gefährdet auch durch Angriffe. Kanadier rücken Richtung Südfrankreich vor. Hier können wir jedoch die Panzergrenadiere reinsetzen. Bordeaux ist gefährdet. Da können wir die Italiener reinsetzen. Und die Frage ist, wie viel weitere Landungstransporter haben die Alliierten? Weil mit diesen Landungstransporter vernichten die alles. Da haben wir keine wirkliche Gegenwehr. Wir können hier das Schlachtschiff angreifen, das machen wir auch, bevor das Küstengeschütz vernichtet wird. So viel Schaden wie möglich noch austeilen. Wir werden die Garnison auf volle Stärke bringen. Dann werden wir den Befehlshaber hier angreifen mit unseren Panzern bzw. mit der Pack und werden hier etwas weiter vordringen. Das Korps kann hier hin. Die Armee zieht hier vor. Das Korps nicht, weil dann hätte er eine Bereitschaft. Wir ziehen dich nach. Wir werden von Süden her noch nicht die Panzergrenadiere ranbringen. Wir werden mal mit unseren Panzern vorgehen und können hier den kanadischen Befehlshaber aus dem Spiel nehmen, was wichtig wäre, damit die Einheiten hier keine Moral bekommen. Wir greifen auch mit den Panzern an. Nochmal. Jawohl. Wir stoßen mit den anderen Panzern nach. Vernichten den Befehlshaber. Und greifen das amerikanische Korps an. Okay. Dann ziehen wir den Panzer hier vor. Verteidigen hier die Position. Du greifst von Norden an. Dann werden wir die Panzergrenadiere nach Limoges bringen. Wir bringen den Italiener per Verlegung hierhin. Wir brauchen hier auch eine Einheit. Weil vielleicht landet er auch hier bei Bordeaux. Und dann könnte die kanadische Einheit hier unterstützen. Wir haben hier noch ein italienisches Korps in Rom. Das werden wir auch verlegen. An die Invasionsfront. Okay. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Wir werden den Zerstörer hier aus Bremen rausziehen. Der soll nach Kiel. Ne, das ist ja blöd, weil jetzt steht ja Bremen frei. Dann bringen wir den Zerstörer rein. War kein kluger Schachzug. Unsere Panzer sind natürlich den Infanterieeinheiten überlegen. Sofern der Gegner selbst keine Panzer reinbringt, können wir die gegnerischen Infanteriedivisionen durchaus besiegen. Es wird zwar dauern, aber es wäre eine Möglichkeit. Wir haben leider nur eine Armee hier, eine Menge Korps, aber ich denke, das bekommen wir hin. Nord wird fallen. Jetzt ziehen wir das Korps hier runter. Wir werden die Garnison in Nord verlieren. Da wäre die Frage, wollen wir die Garnison lieber zurückziehen?
Das machen wir auch. Wir ziehen die Garnison zurück. Wir werden die Stadt so oder so verlieren. Du verteidigst hier weiter. Das 6. Korps bleibt in Lille. Wir brauchen eine neue Einheit in Den Haag. Wir kaufen auch eine verlorene Garnison mit Luftabwehrwaffen und Infanteriewaffen. Die soll dann nach Den Haag gehen. Dann kommen wir zu unseren U-Booten. Die U-Boote müssen wir hier wegbringen. Wir ziehen das U-Boot hier raus. Das soll dann erstmal nach Vigo gehen. Und wir bringen das U-Boot Richtung Nordatlantik, wenn wir durchkommen sollten. Du gehst hier rein. Und dich müssen wir auch in Sicherheit bringen. Und es wäre sinnvoll, das U-Boot hier runter zu bringen und dann ebenfalls Richtung Vigo zu bewegen. Da man feindlichen sowjetischen Zerstörer, verdammt. Gehen wir hier hin. Hier haben wir die Einheiten bewegt. Im Nordatlantik haben wir keine weiteren Einheiten. Dann gehen wir runter. Hier haben wir einen Angriff gehabt des leichten Kreuzers Honolulu gegen die Gneisenau. Die Gneisenau hat ganz schön Schaden erlitten. Die Admiral Graspe zieht aus Las Palmas raus, damit der Schlachtkreuzer rein kann. Echt jetzt? Haben wir einen weiteren leichten Kreuzer. Den weg. Und jetzt müssen wir die Admiral Graspe hier ranbringen, weil wir ansonsten den Schlachtkreuzer verlieren. Wir greifen die Concorde an. Wir ziehen an die Gneisenau und hoffentlich ziehen die beiden leichten Kreuzer gegen die Admiral Graspe und nicht gegen die Gneisenau. Ich will den Schlachtkreuzer nicht verlieren. Wir ziehen mit dem U-Boot nach Trinidad und Tobago. Der Kampf im Atlantik wird immer härter. Gehen wir nach Tunesien. Bevor wir uns dem tunesischen Kriegsschauplatz zuwenden, scouten wir mit der Axum nach feindlichen Schiffen. Im Hafen haben wir einen Zerstörer. Ziehen weg. Wir versammeln die italienische Flotte hier im westlichen Mittelmeer. Du ziehst hier ran, kannst in der nächsten Runde bei Tunis landen. Wir haben ja noch zwei Schiffe. Wir haben ja hier die Andrea Doria, die zieht auch hier hin. Das italienische U-Boot geht in die Heimat nach Palermo, das können wir verstärken. Und das deutsche U-Boot geht nach Brindisi, kann gegebenenfalls in den nächsten Runden ebenfalls verstärkt werden. Und dann gehen wir nach Tunesien. Wollen wir uns vielleicht erstmal um diese Einheiten hier kümmern, bevor wir nach Tunis ziehen. Wir haben eine schlechte Versorgung. Wenn wir diese Einheit hier weg haben, können wir die Straßenverbindung kappen. Dann kann der Amerikaner keine weiteren Verstärkungen in Tunis reinbringen. Das machen wir. Die Einheit ist verschanzt mit 1. Wir bringen den italienischen Bomber zum Einsatz. Und die Abfangjäger, unsere Eskorten. Dann greifen wir mit den anderen mittleren Bombern ebenfalls die Einheit an. Und mit den taktischen. Dann greifen wir mit der Armee an. Jawohl, dann können wir vorziehen. Dann ziehen wir auch die Panzer hier vor, haben die Straßenverbindung unterbrochen, greifen das Korps an, das sich weiter zurückzieht. Wir ziehen die Brandenburger Spezialeinheit dran, damit wir in der nächsten Runde angreifen können.
Ich bringe mal auf 7. Ich ziehen wir hier ran. Du gehst nach Gabé für die Versorgung. Den Italiener können wir nicht auf 10 bringen. Wir verteidigen hier mit den italienischen Einheiten gegen die amerikanischen Armeen. Die werden hier nicht weiterziehen, weil sie keine Versorgung haben. Und in der nächsten Runde kommt der Generalangriff auf Tunis mit unseren Bombern, mit den italienischen Marineinfanteristen und mit unseren deutschen Einheiten vor Tunis. Gut, dann gehen wir in den Orient. Hier sehen wir eine sowjetische Armee, die Richtung Mascha zieht. Wir behalten die italienische 5. Armee in der Stadt. Bringen unsere Aufklärer weiter Richtung Front. Bring dich hier ran. Der Gewaltmarsch machen wir. Dann greifen wir mit den Bombern an. In den Panzer wieder vor und greifen mit den Panzern an. Nochmal. Ja, mit dem Chor. Wir brauchen auf jeden Fall eine weitere Einheit hier. Wir werden den Aufklärer hier hinsetzen zur Verteidigung und die Armee soll hier Richtung Baku ziehen. Weil sonst kommen wir hier nicht wirklich weiter. Ich bin überlegen, ob wir die Jagdflugzeuge ebenfalls in den Westen verlegen. Oder nach Sizilien. Wir verlegen die Jagdflugzeuge. Und zwar in den Westen. Hier ebenfalls nach Paris. Dann können wir noch den Befehlshaber bewegen Richtung Jerusalem. Der soll ja nach Nordafrika. Dann haben wir das italienische Jagdflugzeug, das wir hoch nach Alexandria bringen. Beziehungsweise, ja, nach El Alamein. Das soll nach Sizilien, beziehungsweise nach Nordafrika. Und wir gehen zur italienischen Offensive in Ostafrika. Hier werden wir Berberer weiter angreifen, um den Engländern Britisch-Somaliland zu entreißen. Wir greifen mit dem Chor an. Ja, ziehen hier runter. Die Armee zieht nach. Hat die Garnison vernichtet. Wir werden in der nächsten Runde reinziehen. Der Bomber wird es wahrscheinlich wegziehen. Und wir können den wichtigen Hafen hier in Somaliland erobern. Um dann Richtung Mogadischu zu ziehen, um die Stadt zurückzuerobern. Wir werden auch mit der italienischen Einheit mal gucken, was dort ist. Schauen wir erstmal auf die Versorgung, die hier grottenschlecht wäre. Wir ziehen erstmal mit den Einheiten nach. Jetzt kannst du vor. Und gehst auch direkt nach Mogadischu. Und Mogadischu ist frei. Dann werden wir Mogadischu besetzen in der nächsten Runde. Richtung Kismayo ziehen. Und dann Richtung Nairobi weiterzuziehen. Im Deutschen Reich haben wir 461 MBP. Wir gehen einkaufen. Wir werden eine weitere Luftabwehr kaufen. Dann werden wir... Wir brauchen weiteren Befehlshaber an der Westfront. Wir werden weiteren Befehlshaber kaufen. Luge oder von Kleist? Wir holen uns den von Kleist. Haben wir unsere MPP ausgegeben. Beziehungsweise können auch eine Garnison holen. Das machen wir auch gleich. Und mit den Italienern schauen wir auch in die Einkaufsliste. Und bei den Italienern könnten wir schon mal eine mechanisierte Einheit kaufen. War ohne Modernisierung. Aber da haben wir schon mal eine mechanisierte Einheit da, die wir auch gegebenenfalls an der Westfront einsetzen können, beziehungsweise in Nordafrika. Wir kaufen die Einheit. Okay. Dann haben wir unser Geld ausgegeben mit den Italienern und Deutschen. Und wir ziehen nach China.
Und in China kommt unser Angriff Richtung Urumqi weiter voran. Langsam, aber er kommt voran. Die Armee können wir rausnehmen, das machen wir natürlich. Die Garnison werden wir hier bei Golmud behalten. Ich weiß nicht, ob feindliche Einheiten hier sind, die gegebenenfalls hochziehen. Daher werden wir hier eine Einheit belassen. Du kannst hochziehen und greifst an. Die ist zurückgezogen, wir ziehen nach. Die Einheiten werden nachgezogen. Du ziehst in die Stadt. Das wird auch ganz schön eklig, die Einheiten wieder zurückzubringen, weil hier keine Eisenbahnverbindung besteht. Wir werden mit den taktischen Bombern die Luftabwehr angreifen. Mhm. Und mit den strategischen. Kein Ergebnis, dann greifen wir mit den anderen taktischen Bombern an. Haben die Einheit aufgeschalten und wir sehen nur zwei Jäger hier in Urumqi. Sind das alle Einheiten, die der Chinese noch hat? Zwei Jäger? Dann werden wir dich schon mal hier hinschicken. Wir brauchen auch den zweiten Befehlshaber nicht. Der wird sich auch schon mal Richtung Ostchina bewegen. Wir brauchen auch die ganzen Bomber hier nicht mehr, die sich schon mal runter bewegen. Euch werden wir an andere Schauplätze bringen. Du kannst Richtung Tianshui. Du musst nach Lanzhou. Und dann haben wir die Einheiten in China bewegt. Dann gehen wir nach Nordamerika. Wir schauen mal auf die Versorgung. Hier könnten wir mit den Marines Richtung Fairbanks ziehen. Fairbanks ist auf 3. Wir ziehen mit den Marines hoch. Ich will Fairbanks noch besetzen. Und dann können wir die Marines hier abziehen. Hier sehen wir, dass die dritte Ranger nicht versorgt ist. Die Einheiten werden auch nicht versorgt sein. Vielleicht können wir hier eine weitere Einheit ranbringen. Dann können wir hier besser gegen die nicht versorgten Einheiten operieren. Wir ziehen mal die Armee hier hin. Ich ziehen wir runter. Hier ist gegen die Rangers. Und dann gehst du auch gegen die Rangers. Und wir haben eine weitere Einheit vernichtet. Okay. Der ist auch nicht versorgt. Der ist versorgt auf 2. Dann gehen wir in der nächsten Runde auf die anderen Marines. Gut, dann gehen wir nach Hawaii. Scout mit unseren U-Booten. Ja, der Feind hat sich hier zurückgezogen. Verluste muss er erstmal verkraften, die er in Hawaii erlitten hat. Dann werden wir uns um diese erste Ranger-Einheit kümmern. Wir werden unsere Bombe einsetzen, der Kaga. Mhm. Dann die Akagi. Haben wir hier für ein Ergebnis 0:3. Dann gehen wir noch mit der Hio drauf. Nochmal. Und die Hio bringe ich zurück nach Japan, damit die Flugzeuge wieder auf 10 gebracht werden können. Dann greifen wir jetzt die Rangers an mit den Infanterieeinheiten. Ja. Dich ziehen wir hier hin. Du könntest hier vor. Das heißt, du gehst hier hin. Wir ziehen die Armee nach. Und haben die letzten Invasoren auf Hawaii vernichtet. Gut. Können wir wieder unsere Einheiten in den Hafen bringen. Ich möchte aber alle Flugstaffeln der Flugzeugträger auf 10 bringen. Ich glaube nicht, dass hier jetzt so schnell nochmal eine Invasionsflotte kommt. Da sollten wir die Zeit nutzen, unsere Einheiten auf volle Stärke zu bringen. Den Zerstörer brauchen wir hier nicht. Der bleibt erstmal hier bei den Flugzeugträgern. Wir werden
das Schlachtschiff hier behalten, einen schweren Kreuzer hier behalten. Ein Schlachtschiff, die Yamato, zieht Richtung Südsee. Richtung Guadalcanal. Und auch der schwere Kreuzer wird Richtung Südsee ziehen. Die beiden schweren Einheiten sollen unterstützen hier bei der Eroberung der Inseln. Schauen wir auf die Versorgung in Hawaii. Den Bomber werden wir nicht auf 10 bringen können, den lassen wir doch hier. Dann gehen wir zu den anderen Marineeinheiten vor Japan, die bringen wir in die Häfen. Und die werden wir dann in der nächsten Runde wieder fit machen für den nächsten Kampf. Dann gehen wir in die Südsee. Hier ist was Interessantes passiert. Hier rückt das 6. australische Korps auf Lae vor. Das Korps hat eine Versorgung von 0, bewegt sich wahrscheinlich jeweils immer um ein Feld. Daher müssen wir das Korps in Lae ausladen anstatt in Kukum, damit wir hier verteidigen und auch angreifen. Du kommst nicht ran. Wir werden hier verteidigen und jeweils in den Runden angreifen, um das Korps rauszunehmen. Dann gehen wir Richtung Süden. Und hier können wir in amerikanisch Samoa landen. Ich werde jedoch noch nicht dort landen. Ich werde da noch eine Runde warten, bis unsere schweren Einheiten dran sind. Und da werden wir auch noch eine weitere Marineeinheit. Und zwar diese in amphibische Transporter verladen. Die wir dann auch dort ansetzen werden. Dann gehen wir auch schon Richtung Burma. Und letzte Runde habe ich es vergessen. Wir haben ja noch den schweren Kreuzer Admiral Scheer. Den schweren Kreuzer Admiral Scheer schicken wir unten auf die Linie. Hierhin. Der soll versenken. Und jetzt gehen wir zur japanischen Flotte in dem Bengalensee, die auch in den Häfen bleibt. Das deutsche U-Boot geht Richtung Bombay, kann hier Handelsschiffe versenken. Und wir führen unsere Offensive in Südindien fort. Wir können Goa besetzen, das machen wir. Rücken hier nicht vor, wir haben eine Versorgung von 0. Müssen noch warten, bis die Versorgung aus Goa platziert ist. Wir können hier Angriffe starten, das machen wir auch. Wir brauchen Madras. Okay, dann ziehst du hier vor, greifst an. Madras steht frei. Wir ziehen rein. Wir haben nationales Moralziel besetzt und eine sekundäre Versorgung. Der Befehlshaber zieht nach. Kannst sogar vor. Du ziehst nach Madras. Und dann haben wir schon mal Südindien in japanischer Hand. Das wird die Moral der Inder ganz schön schwächen. Dann gehen wir nach Burma, wo wir unsere Offensive ebenfalls fortführen werden. Der Befehlshaber Okumura zieht erstmal nach Van Ting. Und jetzt ist die Frage, wo greifen wir an? Wir brauchen Chittagong. Für weitere Angriff Richtung Norden. Hier in dem Bereich von Bangladesch. Daher werden wir unsere Bomber hier im Süden konzentrieren und greifen mit den mittleren Bombern an. Dann haben wir die Verschanzung runtergebracht. Mit dem zweiten mittleren Bomber greifen wir die Armee an. Ja. Dann die taktischen Bomber. Können wir eigentlich beide gegen die Armee ansetzen, das machen wir auch. Das heißt, hier beide Bomber ist ja nun Jagd. Noch hier, das heißt nur ein Bomber. Dann werden wir mit den Fallschirmjägern angreifen. Haben die feindliche Armee vernichtet, sehr gut, ziehen hoch. Jetzt können wir mit den Armeen rangehen. Ja. Ziehen nach Chittagong rein. Ziehen unsere Einheiten nach.
Du gehst von hier unten ran. Können Angriffe hier oben starten. Das machen wir auch gegen die Gurkhas. Können unsere Position verbessern. Du kannst ja hier runter. Nee. Gewaltmarsch, ja. Dann guckst du mal, was es hier so gibt. Du gehst mit Gewaltmarsch nach Dimapur. Was haben wir für eine Versorgung hier? Eine schlechte. Das heißt, du bleibst erstmal hier. Du ziehst hoch. Du kannst hier hin. Du gehst nach Imphal. Wir ziehen die Bomber und Jäger nach. Das sieht sehr positiv aus hier in Indien. Wir kommen immer weiter voran. Vernichten auch Einheiten der Inder. Und es sieht nicht so aus, als ob der Inder sich auf zwei Fronten konzentrieren kann. Es ist auch schwer, Verstärkung von anderswo, zum Beispiel auch von Australien, heranzubringen. Wir sehen hier ein weiteres australisches Korps. Mhm. Die kommen wahrscheinlich hier direkt im Golf von Bengalen an. Das werden wir jedoch mit unserer Flotte noch nicht behindern. Ich sehe hier eigentlich gute Chancen, dass wir Indien mittelfristig aus dem Spiel nehmen können. Den Japanern haben wir 571 MPP. Wir gehen kaufen. Wir werden mit den Japanern einen weiteren Marinebomber kaufen. Für 157 MPP. Was kostet ein Schlachtschiff? 367 MPP. Wir kaufen weitere Schlachtschiff, die Haruna. Dann haben wir nur noch 47 MPP, die behalten wir für die nächste Runde. Dann gehen wir wieder nach Europa und wir beenden diesen Zug. Handelsstörer versenken alliierte Handelsschiffe bei Trinidad, U-47. Unsere Konvois aus Norwegen werden wieder angegriffen. Wir haben doch die Route geprüft. Japan entwickelt Industrietechnologie Stufe 4. Und das Deutsche Reich bekommt 791 MPP. Wir haben die MPP aus Spanien verloren. Italien bekommt 243 MPP und Japan bekommt 551 MPP. In der nächsten Folge startet der deutsche Gegenangriff an der Westfront. Finnische Einheiten stoßen in Karelien vor. Die italienische Flotte lässt sich auf weitere Seegefechte ein. Und japanische Marineinfanteristen landen bei Pago Pago. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Medoberg.